liebe mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu dem Sternzeichen-Orakel für den Monat April. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt hier einmal für die Wassermann, Fische und Wiedergeborenen. Alle anderen Sternzeichen findest du einmal in den anderen Videos. Ich werde jetzt einmal für dich die Karten erbitten. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Schauen, dass du das hier alles ganz gut sehen kannst. Noch eine Karte möchte für dich raus. Noch eine Karte. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier in den kommenden 4 Wochen für dich zeigen? Du schaust hier etwas bedrückt. Ja, brauchst du nicht, absolut nicht. Es hat etwas mit deiner Vergangenheit zu tun, aber auch eine Situation, wo entweder jemand aus der Vergangenheit wieder erneut in dein Leben kommen möchte. Gleichzeitig kann sich aber eine Chance, eine Möglichkeit, hier zeigen sich wundervolle Botschaften für dich zeigen. Also in der Liebe, in jeglicher Form auch immer. Nutze deine Chancen, Gelegenheiten bekomme ich hier, dass Gelegenheiten in dein Leben kommen möchten. Past Life, ihr habt euch schon früher gekannt. Schaust du hier als Single, wird sich hier etwas zeigen, wo man hier wirklich optimistisch sein darf. Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Du kennst hier bereits diese Person, entweder aus einem vergangenen Leben oder aber auch für den einen oder anderen kann hier eine Rückkehr stattfinden. Je nachdem, was du dann eben auch möchtest. Weil hier zeigen sich große Chancen und Möglichkeiten. Wir haben hier für dich ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Hier lebt man nicht so wirklich seine Träume. Ich gehe gleich hier auf die Tarotkarten ein, weil ich sehe, dass hier noch gewisse Dinge sind, wo man traurig ist. Wenn du auf jemanden wartest, kannst du mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass diese Person dieselben Gedanken hat wie du. Ja, also man ist hier ebenfalls in dieser bedrückten Stimmung. Man kommt gerade mit seinen Gefühlen nicht ganz zurecht. Ja, und noch einmal, wenn du hier als Single schaust, hier wird dir jemand gesandt. Das Göttliche, das Universum wird dir jemand in dein Leben bringen. Ansonsten ist es hier wirklich eine Gegebenheit, Vergangenheit, Past Life, dass du hier mit jemandem in eine Veränderung gehen wirst. Definitiv. Wir haben hier auch für dich die Entschlossenheit. Hier entschließt sich jemand. Du entschließt dich, hier in die Veränderung für dich zu gehen. Du entschließt dich, diese positive Energie aufzunehmen, diese Chance, diese Möglichkeiten. Nimm sie. Ja? Es ist hier wirklich dieses, es wird dir eine Chance gegeben. Es liegt jetzt wirklich an dir, was du daraus machst. Ganz, ganz wichtig hier. Bist du bereit, das neue Abenteuer für dich anzunehmen? Oder bist du eher in diesen Gegebenheiten? Du bist dir nicht ganz sicher oder vielleicht auch sogar unsicher. Romantische Gefühle, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Jemand möchte dich hier näher und vor allem ist entschlossen, dich intensiver kennenzulernen. Etwas, was noch nicht so, ja, einerseits intensiv schon stattgefunden hat für den einen oder anderen, aber hier etwas ist, dass man jetzt erst sich dazu entschließt. Ja, hier verwandelt sich etwas. Schau mal bitte, Amos unterwegs. Wir haben romantische Liebe, Amos Pfeil hat getroffen. Gleichzeitig, wenn du für das Berufliche schaust,
Noch einmal, nutze bitte Chancen und Möglichkeiten. Nimm wahr, sei achtsam, was möchte dir ab dem jetzigen Zeitpunkt gegeben werden. Bist du bereit? Bist du bereit, diesen Sprung zu machen, diesen Sprung aus einer gewissen Gegebenheit rauszugehen? Reinige und kläre dich von Dingen, wo du dir selber in der Unsicherheit bist. Wo bist du dir unsicher? Sprich das aus, was dir auf dem Herzen liegt. Ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Also über alles das, wo man noch nicht darüber gesprochen hat, kommt jetzt hier in Bewegung. Der Page der Stäbe, es ist Kommunikation, es ist Aktion. Ja? Auch mit der Königin der Schwerter, was ich hier für dich bekomme, irrelevant, wie du hier schaust. Als weibliche sowie männliche Person. Was ist das, was du so für dich noch nicht so zum Ausgleich gebracht hast? Was darf für dich in Bewegung kommen? Wo ist deine Power? Wo ist die Feuerenergie? Ja, bekomme ich hier. Und somit wird sich hier sehr, sehr viel in deinem Leben ereignen, wenn du es möchtest, wenn du es zulässt. Ja? Wenn du auch in gewissen Dingen hier über deinen Schatten springen kannst. Verwandlung, deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag immer intensiver. Also hier ist alles im Positiven. Bleibe hier bitte im Vertrauen. Komm hier raus aus dieser Energie. Wirst du so oder so. Du kommst hier innerhalb kürzester Zeit raus, weil du für dich auch spürst, was für dich in Bewegung kommen darf und was gehen darf. Ja? Geduld. Vielleicht auch eine gewisse Zeitspanne, die dich in eine gewisse Geduld katapultiert hat. Es war aber wichtig, hier in dieser Past Life, um zu lernen. Königin der Schwerter, noch einmal klare Entscheidungen, viel Kommunikation, viel kommt in Bewegung, dadurch, dass du in die Bewegung kommst. Und somit wird sich hier alles zum Positiven zeigen. Der Neubeginn steht bereits vor deiner Tür. Alles, alles Liebe für dich. Ich schaue hier einmal weiter auf die Fischegeborene. Noch eine Karte. Bei dir ist hier einiges los in deinem Leben. Du denkst sehr viel nach. Der Herrscher möchte hierhin. Eine ganz, ganz bestimmte Person interessiert sich jetzt sehr, sehr stark für dich in den kommenden 4 Wochen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Ich möchte noch eine Liebesbotschaft für dich raus. So, jetzt starte ich hier einmal für dich. Was möchte sich hier zeigen? Wir haben den heimlichen Verehrer. Entweder verehrst du hier jemand heimlich, ja, und hast dich bisher nicht getraut, deine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig bekomme ich aber hier den Herrscher, dass hier jemand in deinem Leben ist und immer wieder nach dir schaut. Und hier möchte die Liebe jetzt zum Ausdruck gebracht werden. Du hast es hier definitiv mit einem Herrscher zu tun, irrelevant, wie du hier schaust. Es ist hier etwas, wenn du als männliche Person schaust, geht es hier in die Initiative, darfst du die Initiative ergreifen. Als weibliche Person ist es hier so, wird man hier die Initiative ergreifen. Je nachdem, ich bekomme hier so Blicke, Blickkontakt, Annäherungen, die hier stattfinden werden. Wenn du hier als Single schaust, wird sich hier etwas definitiv intensivieren, weil man hier seine Liebe zum Ausdruck bringen wird. Das kann hier auch jemand aus der Vergangenheit sein, ja? Jemand erinnert sich plötzlich wieder an dich. Es ist nicht diese plötzliche Erinnerung. Wenn du für einen Seelenpartner schaust, ist hier etwas, was intensiviert wird in den Gefühlen, etwas, was aktiviert wird. Hier ist eine Aktivierung. Es wird plötzlich etwas aktiviert, wo viel Gefühl und Anziehungskraft
zum Vorschein, nach außen kommt. Ja? Du hast plötzliche Impulse, diese Person bekommt plötzliche Impulse. Bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Also auch die Vergangenheit, ja, mit den 6 der Kelchen. Ich bekomme hier 6 der Kelche rein. Die Chemie stimmt, es besteht eine starke magnetische Anziehungskraft zwischen euch. Der eine oder andere wird sich hier verloben. Ich bekomme es für 1-2 Personen. Ja, das liegt hier definitiv. Hier ist etwas, wo man bislang gewisse Schritte nicht gehen konnte. Man hat sich nicht getraut. Das ist das, was ich vorhin sagte. Du hast es hier mit einem Herrscher zu tun. Trotz alledem könnte dieser Herrscher, der Herrscher ist eine absolut kraftvolle Person. Der Herrscher hat aber auch gewisse innerliche Sorgen und Ängste, so wie ich das hier bekomme. Ja? Also jemand, der seine Gefühle nicht unbedingt so zum Ausdruck bringen konnte, jetzt aber hier in die Aktion geht, da zwischen euch eine ganz, ganz starke Anziehungskraft ist. Und es steht hier außer Frage, dass man hier keine Gefühle hat. Ja, hier wird sich etwas im positiven Sinne intensivieren. Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Die Verlobung, eine Überraschung, ein Geschenk für den einen oder anderen. Ein Antrag bekomme ich hier. Das, was ich sagte, für 1-2 Personen. Schau bitte, das ist eine allgemeine Legung. Ansonsten gehst du hier in eine höhere Stufe. Das heißt, alles, was so auf Distanz war oder wo Unsicherheiten war oder wo es sich hier um Freundschaft handelte, wirst du definitiv in eine Gegebenheit kommen, dass es hier sich in eine Partnerschaft entwickelt. Das liegt hier. Ja? Also auch Partnerschaften, Verträge zeigen sich hier definitiv, habe keine Sorge. Hier ist es für den einen oder anderen die Herausforderung, für diese Person ist es die Herausforderung, aber du wirst kraftvoll genug sein, um diese Herausforderung anzunehmen. Ja? Jemand macht dir ein Angebot, einen Vorschlag in einer Firma oder aber auch in Dingen der Selbstständigkeit. Schau bitte, es kommen viele Möglichkeiten auf dich zu. Plötzlich hast du hier eine Erkenntnis, plötzlich hat diese Person eine Erkenntnis und zwar in Dingen, dass man hier ganz, ganz starke Gefühle für dich hat. Wenn du in einer Gegebenheit bist, etwas Heimliches verehrst, ja, es trotz alledem aber nicht leben kannst und immer wieder in einer Situation bist oder mit Personen konfrontiert wirst, insbesondere berufliche Gegebenheit, darfst du hier deine Herzenswünsche zum Ausdruck bringen. Du möchtest etwas leben, diese Person möchte etwas leben, konnte es bislang aber nicht leben, sprich in die Tat umgehen, ja, also etwas umsetzen, die zwei der Münzen in Kombination, der Na, ja, etwas war einem zu risikoreich, man geht jetzt hier ein Wagnis ein. Dann haben wir hier die Überraschung. Du wirst sehr, sehr überrascht sein. Jemand plant vielleicht eine Überraschungsfeier. Ein größeres Ereignis wird hier stattfinden. Und du bist hier Mittelpunkt. Du wirst hier der Mittelpunkt bei dieser Sache, Angelegenheit sein. Man macht dich hier zum Mittelpunkt dieses Ereignisses, bekomme ich hier. Ja? Ich sehe, dass du viel mit gewissen Themen konfrontiert wurdest, immer und immer wieder getriggert wurdest, immer und immer wieder Spiegelthemen waren. Die hast du hier mit Bravour bestanden, definitiv, das liegt hier. Und wir haben für dich, dass du jetzt dich auf eine Überraschung und auf die nächste Überraschung vorbereiten darfst. Bereite dich bitte vor, es wartet hier etwas Größeres auf dich. Ja, und in allen Formen, Bereichen wirst du plötzliche Impulse und Erkenntnisse bekommen. Dann haben wir hier, entschuldige bitte, es hat hier gerade gestoppt, die Hohepriesterin spricht hier auch nochmal von viel Wissen, von Erkenntnis. Also du weißt hier auch, so wie diese andere Person, dein Seelenpartner, Seelenpartnerin, dass man hier zusammengehört. Ja, also wirklich dieses, es ist hier geschrieben mit euch. Wir haben das Yin und Yang. Bist du hier noch mit niemandem? Ja, wird es definitiv so sein, dass du jemanden begegnest, aber ich bekomme, diese Person kennst du schon. Diese Person, was sich hier in Freundschaft intensivieren wird, also wo man in eine Partnerschaft gehen wird. Wir haben hier auch das Yin und Yang-Zeichen. Vor allem der Herrscher, dann bist du hier definitiv in der Herrscherinnen-Energie. Und der Herrscher geht jetzt hier auch über seinen Schatten, geht ein Risiko, ein Wagnis ein. Was dich beinhaltet,
wenn du hier nur für das Berufliche oder Ähnliches schaust, ja, es ist wichtig, dass du deine Träume und Wünsche lebst. Ganz, ganz wichtig. Der Mond, eine immense, starke Anziehungskraft. Du bist hier so stark mit jemandem verbunden, ja, oder mit den Dingen verbunden, was du realisieren, umsetzen möchtest. Du kommst hier zur Umsetzung. In Dingen, was du geplant hast, in Dingen, was du vorhaben hast, du wirst hier etwas umsetzen, ja. In jeglicher Form auch immer, was du für dich hier so kreierst, was du für dich dir erfüllen möchtest. Du gehst in die Umsetzung, ja. Du hast hier etwas so für dich studiert, bekomme ich hier rein. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Wir haben hier nochmal das Yin und Yang-Zeichen. Also hier ist die absolute Weiblichkeit und hier ist die absolute Männlichkeit. Ja, die männliche, die Macherenergie sowie die Yin-Energie, die starke Anziehungskraft. Bist du bereit für das Wagnis? Bekomme ich hier gerade rein. Und wir haben für dich der heimliche Verehrer, was ich schon sagte. Dann haben wir hier für dich die göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt für dich, meine Liebe, mein Lieber. Und wir haben die Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Intensivierende Ereignisse. Du darfst dich hier wirklich freuen, was jetzt in den kommenden 4 Wochen auf dich zukommen möchte. Denk nicht so viel nach. Ganz, ganz wichtig. Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Gegenstück, was ich sagte, Yin und Yang. Eine Einheit, ein Gleiches. Alles, alles Liebe für dich. Schau hier einmal weiter auf die Widdergeborenen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier in den kommenden 4 Wochen für dich zeigen? Ein neues Abenteuer erwarte dich, empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ich habe hier die 2 der Schwerter in umgekehrter Lage liegen gelassen, da ich es auch so bekomme. In der Vergangenheit war man nicht wirklich kompromissbereit, Kompromisse einzugehen. Dein Gegenüber war vielleicht nicht bereit, du warst vielleicht nicht bereit. In einer Gegebenheit, familiäre Situation, hier sind noch Dinge, was im Unterbewusstsein so für Sorge, Ängste, Verarbeitungskonflikte diesbezüglich gesorgt haben, auch das, was man hier erkennen. Das kann hier nochmal im Zusammenhang stehen, Vergangenheit so oder so, das ist hier Kindheit, ja. Und im Zusammenhang kann es stehen, dass bei euch beiden oder bei einem von euch beiden hier gewisse Beeinflussungen waren durch Drittpersonen. Ja, das können Kinder sein, das können hier Dinge sein, ja, wo es um eine Partnerschaft geht, eine Partnerschaft, Auflösung, Loslösung von gewissen Dingen, sich zu befreien. Man schafft es hier jetzt, ja, es ist hier wirklich im Schaffen. Man hatte in der Vergangenheit hier so die Augen verbunden. Man hatte Sorge, man hatte Ängste, wirklich Gefühle hier auszuleben. Ich bekomme hier, dass hier etwas stattgefunden hat für den einen oder anderen. Man war in diesen 10 der Münzen gefangen. Die 10 der Münzen ist eine wundervolle Energie, eine wundervolle Karte. Aber hier geht es viel um Sicherheiten, um Stabilitäten, gewisse Sicherheiten und Stabilitäten, die man nicht loslassen konnte. Es war hier wirklich in diesem, man konnte nicht raus, ja. Man war in diesem Kreislauf irgendwo gefangen. Es ging um Materielles mehr und mehr aufzubauen, mehr und mehr zu scheffeln in dieser Angelegenheit. Das kann hier sein, eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Haus. Viel, was ich sehe, was man sich selber einst erarbeitet hat. Es war hier ein regelrechter Kampf bei dir oder bei deinem Gegenüber. Man hat hier vielleicht auch gemeinsam mit der Familie immer und immer wieder für etwas kämpfen müssen. Man hat sich selber etwas schwer erarbeitet. Jetzt kommt man aber hier in diese 10 der Kelche. Ja, also was ich sagte, man kommt aus diesem Sicherheitsbedürfnis raus. Es ist etwas gewesen in der Vergangenheit, was für starkes Sicherheitsbedürfnis gezeigt hat. Und hier möchte geliebt werden, man möchte Gefühle leben, man möchte
seine Gefühle zum Ausdruck bringen. Man konnte in der Vergangenheit nicht. Die zweite Schwerter im Kopflage, was ich zu Anbeginn sagte. Es war hier etwas, was mit gewissen Kriterien zu tun hatte, wo man sich geweigert einfach hat. Man hat sich einfach geweigert. Man hat etwas einfach so hingenommen, obwohl man sich nicht wohl gefühlt hat. Ja, so bekomme ich das hier. Und jetzt kommen hier sehr, sehr positive Ereignisse auf einen zu. Hier ist Familiengründung, ich sehe Loslösung sowie Ablösung, Trennung einer vergangenen Partnerschaft. Das kann bei dir sein, bei deinem Gegenüber, 3x, 4x Konstellation. Aber auch hier in die Verbindung, Hochzeit zu gehen, Heirat. Also sowohl als auch sehe ich das hier, Partnerschaft. Und Dinge, wo man in der Vergangenheit irgendetwas, was nicht akzeptiert wurde, die Familie akzeptiert plötzlich. Ja, also wenn es da um gewisse Dinge ging, ist es hier, es wird etwas akzeptiert. Ja, es ist dieses Wehren. Man hat sich in der Vergangenheit, ja, vielleicht gegen eure Verbindung auch gewehrt. Ja, dass da die Familie, die Einflüsse, kulturelles, schau da bitte individuell für dich. Ich sehe, dass hier gewisse Auseinandersetzungen waren. Man arbeitet hier an dieser Partnerschaft, an der Gemeinsamkeit. Ja, im Beruflichen genau dasselbe. Es ist hier etwas, jetzt habe ich die Karten vertauscht, es ist etwas, wo du vielleicht noch auf etwas gewartet hast. Ja, etwas, was nicht akzeptiert wurde. Etwas, was aber überraschend jetzt auf dich zukommt. Ja, also ein sehr, sehr positives Ereignis, was dich hier mit Glück und Freude erfüllen wird. Die drei der Kelche. Es wird hier was zum Anstoßen geben. Ja, auch nochmal Feierlichkeiten, Geburtstage, Kinder etc., vielleicht Enkelkinder, schau mal. Es ist ein erfreuliches Ereignis. In deinem Leben findet ein positives, erfreuliches Ereignis statt. Ja, warum man ist jetzt hier in dieser Gegebenheit, da rauszugehen aus gewissen Dingen, wo man sich gegen gewehrt hat, wo man dagegen angekämpft hat. Ja? Hier waren Diskussionen, Streitigkeiten und hier ist die Freude. Auch Wiederkehr ist hier. Schau mal bitte, wir haben hier die Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt, aber auch somit, was euch Leiden geschafft hat, ja, auch in den Dingen, was hier für eine gewisse Situation gesorgt hat, die Konflikte für sich anzunehmen, den innerlichen Konflikt für sich anzunehmen, ja, es ist etwas, was wirklich stark im Leiden war, aber wo man jetzt rauskommt. Hingabe, lass los, alles wird gut werden, also die Situation annehmen, ganz, ganz wichtig hier. Dann haben wir hier einmal, was ich schon sagte, die Überraschung. Du darfst dich hier auf etwas freuen, definitiv. Lass dich bitte überraschen, bereite dich schon mal vor, bekomme ich hier rein. Bereite dich vor auf erfreuliche Ereignisse, die dich glücklich machen werden. Gib dich der Situation hin, kämpfe nicht dagegen an. Hier hat man dagegen angekämpft. Und wir haben die wahre Liebe, dies ist die Liebe deines Lebens. Und das beruht hier auf Gegenseitigkeit und das weißt du auch, ja? Wir haben hier einmal Probleme in der Familie, dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Einsicht. Hier kommt Einsicht. Das kann auch sein, dass hier ein Kind, erwachsenes Kind oder ähnliches, ja, in der Vergangenheit so bewusst nicht die Einsicht hatte. In Seelenpartnerschaften, in jeglicher Form auch immer, ist hier eine Einsicht, eine Erkenntnis, ja, weil man nicht sich mehr dagegen wehrt. So bekomme ich das hier rein. Und in die Vergebung diesbezüglich geht. Anziehungskraft, du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Schau auf deine Anziehungskraft, schau, wie wundervoll und wertvoll du bist. Religiöse Faktoren, spirituelles Wachstum und Glaubenssätze. Ja, also hier war etwas in der Gegebenheit. Man hat gemeinsam miteinander immer anders geglaubt und das wird sich hier erfüllen, weil du glaubst. Dass hier sich etwas Positives und Wundervolles ereignen wird. Gleichzeitig, was ich sagte, Glaubenssätze, kulturelles, Unterschiedlichkeiten, man war nicht einverstanden. Ja? Auch wenn hier noch kein Einverständnis kommen wird, du wirst hier dein Leben leben werden. Alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich.